Messer, wieder auf der IWA 2022 am Umarex-Stand. Wir schauen uns die Messerneuheiten von Walter Umarex an und wenn du das irgendwie anfixst, wenn du das irgendwie gut findest, dann würde ich sagen, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. IWA 2022, wir schauen uns die Neuheiten an. Und zwar, was mir gleich einmal aufgefallen ist, das ist diese Serie hier. Das sind diese zwei Teile, die heißen A, B, F, was weiß ich, irgendwas. Schau einfach vorbei, schau dir unten im Beschreibungstext die Links an, dann wirst du das sehen. Das sind jetzt zwei Messer, einmal ein Fixed Blade, ja, und einmal als Folder, auch 42A-konform. Selbstverständlich 42A-konform kann man nicht mit einer Hand aufmachen, weil auch hier dieser Nagel-Daumenhau mit dabei ist, als Liner-Lock ausgeführt. Sehr griffig in der Hand, ist sehr angenehm, ist gut. Ich weiß es nicht, aber ich mutmaße, dass das G10 ist, aber ist wurscht. Schau in meinen Shop vorbei, da sind alle technischen Daten und dann kannst du das finden auf jeden Fall. Liegt gut in der Hand, liegt sehr gut in der Hand, dieses HBF2 oder 1, ich weiß es nicht. Schau nach, du wirst das im Shop sehen. Und eben hier als Klappmesser ausgeführt. Du kannst, ich mutmaße, weil da die Schrauben dafür, also die Bohrungen für die Schrauben vorgesehen sind, dass du den Clip ummontieren kannst. Tip-Up-Montage ist sehr schön gemacht, erinnert mich an die alte Serie. Das war irgendwie dieses Wood, was weiß ich was Messer, aber diesmal in einer anderen Ausführung. Sehr griffig, sehr angenehm, taugt mir total. Aber das ist natürlich nicht alles, das ist nicht alles. Es gibt hier dann noch diese Q5-Serie. Ich weiß nicht, vielleicht sind die bei Umarex lauter Audi-Fans. Gibt es einen Audi Q5? Ich weiß es nicht. Diese Teile sind einfach ganz anders als die Walter-Messer, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Die waren ja auch gut und du kriegst für einen günstigen Preis ein vernünftiges Messer. Aber das ist irgendwie... Das ist irgendwie sexier, muss man einfach einmal so festhalten. Hat aber auch einen anderen Preis, muss man dazu sagen, aber er ist trotzdem noch fair und zahlt sich noch immer aus. Das Ganze hier ist ja jetzt nicht mehr 42A-konform, soll aber so sein. Und der Designer, der Mensch, der sich das überlegt hat, oder der Produktmanager, den muss ich wirklich ein Lob aussprechen, weil dieser Framelock so gemacht ist, dass du dir nicht deinen Zeigefinger aufschneidest, wenn du das Messer hältst. Das war bei manchen Walter-Messern in der Vergangenheit nicht immer so. Daher großes Lob, gefällt mir irrsinnig gut. Ist natürlich vom Design her, das muss dir passen. Du musst wissen, ob dieses Design dich anspricht oder nicht. Aber das ist sowieso immer bei Messern die Geschichte. Du kannst auch hier den Clip umbauen auf eine andere Seite, also rechts- und linkshänder tauglich. Und das gibt es in unterschiedlichen Farben und Ausführungen. Auch das ist ganz nett. Was ich unbedingt testen muss und wo ich sage, ich will es wissen, das ist das hier. Das ist ein Tactical Tomahawk mit einem Carbonstahl 1065 oder 1064, was weiß ich, ist wurscht, ein Carbonstahl, der auch einiges aushält, der dir hier die Möglichkeit ganz einfach auch bietet, einfach ein bisschen Kraft aufzugeben und damit das Ganze nicht bricht. Ich weiß es nicht, weißt, hier am Messestand ist alles cool. Wenn wir es da draußen im Buschkraftareal auf Val de Lombardie ausprobieren, werden wir sehen, ob es passt. Schaut aber nett aus, sehr leicht durch diesen glasfaserverstärkten Kunststoff, was weiß ich was Griff, werden wir alles ausprobieren, werden wir testen, schaut cool aus, hat was, Hammerfunktionalität, spricht mich irgendwie an, aber musst natürlich du wissen. Und dann, das nächste, und zwar das nette Teil hier, das ist eine Machete, die irgendwie so ein bisschen in diese Spetsnaz russische Spezialeinheiten Serie geht. Natürlich jetzt keine Kopie, aber ein paar Elemente wurden abgesehen. Das machen wir alle so, machen wir alle so. Auf jeden Fall hier vorne hast du auch noch einmal diese Stechbeitel-Funktionalität. Stechbeitel klingt irgendwie eigenartig, sagen wir bei uns in Österreich so. Auf jeden Fall hier oben eine Klinge, das heißt auf allen Seiten hier vorne, um etwas auszustechen, vielleicht auch zu graben. Auch das hat diesen 1065er Carbonstahl, was weiß ich, irgendein Stahl halt. Hier dann noch einmal eine Hohlkehle mit dabei, überhalb der Säge. Ich weiß nicht, ob was die Säge taugt. Du weißt, diese integrierten Messer mit Sägen haben in meinen letzten Tests der letzten Jahre immer schlecht abgeschnitten. Wir werden sehen, ob mich das auch enttäuscht, aber soll so sein. Ist aber auch Geschmackssache und es ist sicher besser als nichts. Der Griff ist sehr schön ausgeführt, auch viel moderner, viel nicht mehr. Also die Machtik 4 habe ich mal vorgestellt, ist ein großartiges Teil, aber dieser Gummigriff liegt gut in der Hand. Das hier ist mehr messerlastig, wenn du dir das anschaust, ist mehr messerlastig mit allen Vor- und Nachteilen. Auch das ist eine ganz nette Sache. Ja, ich glaube, das heißt, da steht sie, MSM, was auch immer MSM heißt. Auf jeden Fall, das ist die neue Machete von Walter, also mehr in den Benutzerbereich hinein, dass man ein multifunktionales Tool hat. Und jetzt noch hier auch C, das ist ein, glaube ich, einmal ein bisschen günstigeres Messer, weil es 440C Stahl hat, aber auch als
42A konformes, nicht einhändig öffentliches Messer ausgeführt ist mit einem schönen Liner-Lock. Und hier siehst du das, was ich vorher mit dieser Q5-Serie so gut gefunden habe. Hier der Liner, den spürt man halt ein wenig. Ist das schlecht? Nein. Ist es gut? Ich weiß es nicht. Ich mutmaße, dass dieses Messer hier BNK 5 oder 3, 5, nachschauen, Schummelzettel, halt auch einen ganz anderen Preis hat und als Alltagsmesser, das man für alles benutzt und wenn es kaputt ist, sich ein neues checkt, aber absolut in Ordnung ist. Es gibt dann da auch noch Elite-Force-Messer, aber die will ich jetzt gar nicht herzeigen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt bist du dran. Schreib mal gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Daumen nach oben oder nach unten und billigste Eigenwerbung wie immer. Schau in meinem Shop vorbei, was es dabei gibt. Dein Rainer Rossmann. Abonnieren nicht vergessen und ein paar andere Videos schauen. Ciao, ciao.